Der Pre-Patch zum World of Warcraft Add-on Legion steht in den Startlöchern. Und wie immer bringt er natürlich einige Änderungen mit. Die fünf größten dieser Änderungen zeigen wir euch in diesem Video. Das Transmogrifizieren von Ausrüstung hat sich seit seiner Einführung zu einem beliebten Feature entwickelt. Es bietet Spielern eine Motivation, die älteren Raid-Instanzen noch einmal zu besuchen, um fehlende Ausrüstungsskins freizuschalten. Das Problem bisher: Wer viele Waffen- und Rüstungsskins aufbewahren möchte, der bekommt irgendwann zwangsläufig Platzprobleme. Die Lösung in Legion? Der Kleiderschrank. Alle Rüstungsteile, die wir in unserem Inventar haben, inklusive aller Questbelohnungen, die wir in der Vergangenheit verdient haben, werden als Kleidungsstücke in unserer Sammlung freigeschaltet, ohne dass wir die Originalteile noch im Inventar behalten müssen. Außerdem cool, der Kleiderschrank funktioniert accountübergreifend, das bedeutet, alle Charaktere können auf die Sammlung zugreifen. Wie üblich werden alle Klassen im neuen Add-on mal wieder komplett general überholt, bedeutet neue Fähigkeiten, neues Talentsystem, neue Spielweise. Diese Änderungen werden schon mit dem Pre-Patch eingeführt, damit ambitionierte Spieler genug Zeit haben, ihren Spielstil schon perfekt auf Legion einzustimmen. So wird es in Zukunft möglich sein, jederzeit zwischen allen Klassenspezialisierungen zu wechseln. Ausgleichen wird Blizzard dies mit den Artefaktwaffen. Mächtige, von nur einer Spezialisierung nutzbare Waffen, die aufgewertet und geskillt werden können. Zunächst entscheiden wir uns für eine einzige, später können wir uns auch die anderen Waffen unserer Klasse unter den Nagel reißen. Wer seiner Spezialisierung aber treu bleibt, wird folglich mit einer besonders schnell aufgewerteten Waffe belohnt. Der Release des Pre-Patches ebnet auch den Weg für die Einführung der neuen Dämonenjägerklasse. Aktuellen Informationen zufolge wird die auf Stufe 98 startende Heldenklasse noch nicht direkt spielbar sein, aber Vorbesteller des Add-ons werden sich schon ein paar Wochen vor Release durch das Startgebiet der Illidari kämpfen können und ihren Dämonenjäger auf Stufe 100 bringen. Der Dämonenjäger ist eine sehr bewegliche Klasse mit sehr direkter Steuerung und verfügt über zwei Spezialisierungen: Verwüstung für Schaden und Rachsucht als Tank. Auch das PvP-System erhält einige Neuerungen. Die altbewährten Währungen Ehre und Eroberungspunkte werden in bekannter Form abgeschafft und in Gold umgewandelt. Stattdessen wird Ehre von nun an zu einer Art separatem PvP-Erfahrungssystem umgewandelt. Erhalten wir Ehre, steigt unser Prestige und wir schalten neue PvP-Talente frei, die sich auch nur in PvP-Matches einsetzen lassen. PvP-spezifische Ausrüstungen fällt dagegen und Attributboni werden im PvP wirkungslos. Stattdessen erhalten Spieler eine allgemeine Attributerhöhung basierend auf ihrer durchschnittlichen Ausrüstungsstufe. So soll erreicht werden, dass schlechter ausgerüstete Spieler im PvP zwar leicht unterlegen, jedoch nicht absolut chancenlos im Duell mit deutlich besser ausgerüsteten Spielern sind. Mit dem Pre-Patch kommt logischerweise auch ein Pre-Event mit einer Pre-Quest. Ohne zu viel zu verraten, die Pre-Quest lässt euch zunächst mit anderen Spielern in einer Art Raid-Szenario die verheerte Küste stürmen und dabei ordentlich Dämonen schlachten. Sehr cool, zwischendrin bekämpfen Horde und Allianz zusammen einen fetten Bossgegner. Die Quest wartet vor allem mit einer coolen Geschichte und vielen bekannten Charakteren auf. Über den Verlauf des Pre-Events hinweg werden überall in Azeroth Dämonen-Invasionen stattfinden, die es dann gemeinsam mit anderen Spielern zurückzuschlagen gilt. Für unsere Mühen werden wir dann mit Netasplittern belohnt, die wir bei einem Händler für spezielle Rüstungsskins ausgeben können, die nur im Verlauf des Pre-Events erhältlich sein werden. Außerdem gibt es Pre-Event-spezifische Erfolge und ein exklusives Pet. Das waren die fünf größten Änderungen, die euch im Legion Pre-Patch erwarten. Wir können den Release des Add-ons am 30.08. kaum noch abwarten und freuen uns schon, mit euch zusammen in die Schlacht gegen die brennende Legion zu ziehen.